Ein ziemlich aktiver Mensch kommt jetzt auf die Bühne, nämlich Kirsten Helfrich. Hallo Kirsten, bitteschön. Kirsten ist Künstlerin, auch als Kunstankäuferin des Landes aktiv. Sie ist Vizepräsidentin bei der Künstlervereinigung Kunst Vorarlberg und sie ist Kunstvermittlerin am Kunsthaus Bregenz. Und als solche habe ich sie auch kennengelernt, weil wir vom Pulba Festival aus immer höchst amüsante öffentliche Jury-Sitzungen zum Kunstpreis hatten. Und in einer dieser Sitzungen haben wir, beziehungsweise hat Kirsten aus einer Laune heraus den Kirsten Helfrich Gedächtnispreis ins Leben gerufen, weil sie einfach gefunden hat, ein Kunstwerk sollte unbedingt honoriert werden und sie war die Einzige in der Jury. Trauerst du diesem Projekt noch sehr nach und wie wollen wir den Kirsten Helfrich Gedächtnispreis denn weiterhin am Leben erhalten? Ja, also eigentlich hätte ich ja auch hier einen Vortrag über den Kirsten Helfrich Gedächtnispreis machen können, jetzt, wo du mich da wieder dran erinnerst. Und ich hoffe schon, dass wir den weiterführen, weil ich fand, es waren ganz besondere und ja, sehr spezielle Projekte, die diesen Preis bekommen haben. Ja, also wir können gerne uns danach unterhalten. In dem Fall bekommst du später auch noch so einen Sticker. Genau, könnte ich ja noch einen Preisträger suchen für den Gedächtnispreis. Vielleicht heute schon. Vielleicht sitzt schon jemand im Publikum. Ja, aber heute redest du über ganz andere Dinge. Und zwar nennt sich die Präsentation How to Enter a Closed Building. Was man sich darunter vorstellen kann, überlasse ich jetzt in 20 Bildern gerne dir. Viel Vergnügen. Danke. Also herzlich willkommen. How to enter a closed building, das ist der Titel eigentlich meiner Masterarbeit und es geht um Raum und Erinnerung. Und wie hängt das zusammen, tragen Räume Erinnerungen in sich und starten will ich eben mit dem Bild von Gerhard Richter, Betty. Es ist eigentlich eine Malerei, die mich, seit ich sie das erste Mal gesehen habe, sehr stark inspiriert hat, das Mädchen, was nach vorne geht, aber nach hinten schaut. Ist Zukunft immer mit Erinnerung verbunden. Dazu habe ich ein paar von meinen künstlerischen Arbeiten ausgewählt. Hier sieht man jetzt ein Werk Pavillon d'Amour, was ich in München, im ehemaligen Flughafen München-Riem realisiert habe. Und hier geht es eigentlich um diese Erinnerung, die in diesem Raum schon eingeschrieben ist. Es ist ein alter Flughafen, der 1939 gebaut wurde und in dem Zwangsarbeiter gelebt haben und eben dort eigentlich wieder die Landebahn repariert haben. Und als ich diesen Raum betreten habe, wusste ich, dass dort eigentlich Liebesbriefe, Texte von einer unerfüllten Liebe reinkommen. Und ich habe den gesamten Boden 250 Quadratmeter mit diesen Texten mit Kreide beschriftet. Und spannend fand ich daran einfach auch, dass diese Kreide nicht hält für immer und dass es sozusagen auch wie so ein Windhauch weggeweht wird. Ein ganz anderes Projekt sieht man jetzt im Hospizhotel in St. Christoph, ein Fünf-Sterne-Hotel, was aber nicht immer ein Fünf-Sterne-Hotel war, sondern früher eigentlich eine Herberge war für die Schwabenkinder, die von Süddeutschland nach Tirol gegangen sind. Und dort habe ich ausgehend von einer Statue des heiligen Christophorus, die abgeschnitzelt wurde, die Leute haben sich einen Schnitzel als für eine gute Reise mitgenommen, habe ich diese Arbeit realisiert, Christophorus Exploded, wo man eigentlich diese Schnitzel sieht und die Formen dieses Wort oder diesen ersten Satz aus dem Wanderlied, wem Gott will rechte Gunst erweisen. Das nächste Projekt in Wien, am Karlsplatz in der Unterführung. Dort gibt es eine kleine Galerie und als ich den Raum gesehen habe und betreten habe, wusste ich, es muss irgendwie, ich habe eigentlich eine Gegenbewegung zu dem gemacht, wenn man ein Haus oder ein Gebäude lange in Ruhe lässt, nimmt die Natur sich wieder dieses Gebäude und ich habe innerhalb von 2 Tagen Efeu installiert in dem Raum und das Efeu hat eigentlich so eine Gegenbewegung, ist nicht zugewachsen, sondern durch das wieder Verwelken hat es den Raum wieder freigegeben, was ich ganz spannend fand, sozusagen so diese Gegenbewegung zu zeigen.
Eine weitere Arbeit, die niemand gesehen hat, es existieren nur diese zwei Bilder, die man hier sieht, ist eine Arbeit, wo ich in der Höhe meines Herzens Texte, einen Raum in einem Privathaus geschlossen habe, die Fenstertüren, und die Arbeit hieß Liebeszelle, weil durch das Öffnen der Türe bricht dieses Band und dieses Eingeschlossensein wird geöffnet eigentlich. Und diese Arbeit hat niemand gesehen, die war eigentlich nur, wurde nur durch diese zwei Bilder dokumentiert. Also auch einen Raum, der eben eine ganz bestimmte Erinnerung in sich trägt. Dann noch zwei Arbeiten, die eigentlich eher mit Erinnerung und Objekt zusammenhängen. Es sind alte Erinnerungsfotos von meiner Kindheit und ich habe dann diese Objekte auf den Fotos teilweise wieder auf dem Dachboden meines Vaters gefunden und habe sozusagen das echte Objekt mit der Diaprojektion zusammengetan. Also das eine ist eigentlich nur eine Projektion, ist nicht wirklich da und das Objekt, wie eben jetzt in dem Bild, der Stuhl, auf dem ich als Kind gesessen bin, ist wieder als echtes Objekt da. Und so wird es eigentlich auch dreidimensional. Und spannend fand ich auch, dass eigentlich diese Projektion und diese Erinnerung als wirklich nicht als reales Objekt zu sehen ist. Dann darauf folgend eine Arbeit, wo es auch um Erinnerungen in Räumen geht. Und ich habe in dem Haus meines Vaters, in dem ich aufgewachsen bin, habe ich Dias von Kindheitsfotos wieder an genau den gleichen Ort projiziert und nochmal abfotografiert. Und man sieht die Menschen eigentlich wie Geister in diesen Räumen. Teilweise erkennt man, dass es wirklich am gleichen Ort war. Teilweise hat sich der Ort verändert. Die Menschen sind nicht mehr da. Die Menschen haben sich verändert. Und der Ort besteht noch und trägt eigentlich diese Geschichten und Erinnerungen auch in sich. Dann ein ganz aktuelles Projekt und ist eigentlich eher ein privates Projekt. Das ist das Haus meiner Großeltern, das ich geerbt habe. Hier ist ein Bild aus den 60er Jahren, als es ganz neu gebaut war. Und für mich war eigentlich war es ganz wichtig, dieses Haus zu übernehmen, weil ich auch das Gefühl hatte, diese Erinnerung meiner Geschichte und meiner Familie ist in diesem Haus. Und hier sieht man eben ein paar Bilder von der Baustelle, dass Räume eigentlich... dass Räume durch das wieder verändern, sie bekommen eine neue Struktur, sie haben alte Teile, da sieht man eben eine alte Treppe, mein Großvater war Schreiner, er hat diese Treppe gebaut, die Treppe wird immer noch Teil dieses Hauses sein, aber man sieht, dass es eigentlich ausgehöhlt wird, dass nur noch die Hülle dasteht und dass es eigentlich zu was Neuem wird. Und dass diese Räume zwar natürlich die Geschichten und Erinnerungen von früher beinhalten, aber jetzt wieder mit neuem Leben gefüllt werden. Und es ist, hier sieht man eben auch ein Bild jetzt im fast fertigen Zustand, es ist bis jetzt noch keine künstlerische Arbeit, aber ich habe das Gefühl, dass dieser Umbau auch noch in meine Arbeit reinspielt und dass sozusagen die nächsten Arbeiten sicher mit dem Umbau dieses Hauses auch zusammenhängen. Da für mich eben, da sieht man jetzt auch nochmal ein Bild, wie es jetzt aktuell aussieht, da dieses Haus schon eine ganz wichtige Bedeutung auch für mich hat. Und für mich eigentlich Räume, auch Innenräume, auch in Verbindung mit eigentlich auch Innenräumen von durch den Körper und innen im Körper. Also für mich war zum Beispiel die Arbeit, wo die Texte auf dem Boden gestanden sind, war eigentlich immer wie so ein Hineinschauen in das Innere. Hier sieht man nochmal das letzte Bild. Nochmal Betty von Gerhard Richter, weil ich ganz schön fand, dass es von Betty nicht nur den Blick zurück, sondern den Blick auch nach vorne in die Zukunft gibt. Und damit möchte ich eigentlich schließen. Danke.